Einmal für die Fraktion der CDU der Abgeordnete Herr Renz. Meine sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich gehe von meiner These nicht ab, dass es nicht nur über das Geld zu regeln geht, sondern dass es eine Frage der Einstellung und des Kopfes ist. Und bei dem letztgenannten Beispiel würde mich mal interessieren, wenn wir dann die Verkäuferin über soziale Wohnraumförderung in diesem Bereich, ich habe den Stadtbereich da vergessen, wenn die jedenfalls dann dorthin zieht, wie mache ich es dann, per Verordnung, per Gesetz oder doch wieder über die Kopffrage, dass derjenige, zum Beispiel ein Landtagsabgeordneter, der dort wohnt, möglicherweise aufgrund seiner Einstellung, wenn es zum Landtagsabgeordneten nicht trifft, ich wollte keine andere Berufsgruppe wählen, dass der dann nicht plötzlich sagt, ich ziehe ein Wohngebiet weiter, wo meinesgleichen wohnt. Die Frage müssen wir uns alle beantworten. Dankeschön.